Steelbooks sind eine absolut großartige Verpackungsform, die Sammler bereits wahrscheinlich auch in recht ausführlicher Form in ihrer Sammlung vertreten haben. Aber immer wieder gibt's Labels, die sich denken, es ist so ein Steelbook. Das alleine ist für uns nicht genug. Da muss einfach mehr her. Und die Könige der Steelbooks meiner Meinung nach sind momentan neben der großartigen Mondo Steelbook-Reihe ganz eindeutig die Kollegen von Titans of Cult. Was die hier aus dieser Verpackungsform immer wieder rausholen, was die aus einem Steelbook-Release machen, das ist einfach nur phänomenal. Und nachdem ich bereits Titel wie 2001 A Space Odyssey, Goodfellas, Ready Player One, Wonder Woman, Mad Max, Fury Road und V for Vendetta in einer fantastischen Titans of Cult Edition in meiner Sammlung habe, war es jetzt an der Zeit für den nächsten Titel, Pacific Rim. Auch dieses Mal quasi wieder ein Titel von Warner, der hier in dieser Edition erscheint, aber ich glaube, bereits auf den ersten Blick können wir sehen, was diese Edition so besonders macht. Denn auch dieses Mal hat man sich wieder für eine PET-Box entschieden, die wir hier vorfinden, und hat diese mit einem Steelbook ausgestattet, aber eben mit einem Steelbook, das hier vor einem transparenten Sichtfenster ist, auf dem lediglich der Filmtitel aufgedruckt ist, sodass man hier auf das Steelbook direkt blicken kann. Das schauen wir uns natürlich gleich an, aber zuerst noch einmal hier ein Blick auf die anderen Elemente. Leider ist das eben ein Titel, der in Frankreich nur erschienen ist, weswegen ich halt eben das Cover in der französischen Version habe, aber über Fnac kann man das Ganze zumindest auch zu uns relativ gemütlich bestellen. Auch hier, wie bei Titans of Cult, nicht anders gewohnt, mit der 4K UHD ausgestattet, und man kann natürlich einen Blick auf die technischen Spezifikationen werfen und erfährt, dass hier die 4K-Version sehr wohl wieder mit einer deutschen Sprachfassung ausgestattet ist. Die Standard Blu-ray, die in dem Package ebenfalls enthalten ist, bietet allerdings keinen deutschen Ton. Jetzt können wir mal ins Innere von dieser Box blicken. Diese wurde auch hier mit einem guten Verschluss eben ganz einfach oben verschlossen, dass man sich hier die einzelnen Inhalte entnehmen kann. Werfen wir da eben einfach einmal einen kleinen Blick. Gut, das mit dem gut entnehmen. Schauen wir mal. Ah ja. Jetzt will es raus, und wir können zuerst einmal einen Blick auf diesen Goodie-Pin werfen, der hier bei dieser Edition ebenfalls beiliegt, das sogenannte Enamel-Pin, wie auch immer man das ausspricht. Schaut ein bisschen aus der Eminem-Pin hier, wie ein verkapptes Logo von Spider-Man fast, ist aber sehr schön, auch sehr hochwertig eigentlich gemacht, und bekommt natürlich, wie von Titans of Cult nicht anders gewohnt, hier sein eigenes Zuhause, damit der auch hier schön fest sitzt. Bei mir hat er sich beim Versand noch ein bisschen gelockert. Und das passt. Und jetzt ein Blick auf das eigentliche Meisterwerk. Und das ist leider fast etwas, wo ich fast fürchte, dass mein Video diesem Steelbook nicht ganz gerecht werden kann, weil wir sehen eben hier von einem der großen Kampfkoloss-Versionen aus dem Film eine Blaupause, ein Drahtgitter. Aber man muss sich vorstellen, dass alle Linien, die zu diesem Gerät gehören, nach außen schauen, dass man hier eben wieder ganz fein mit einer Veredelung, mit einer Art Partial Gloss gearbeitet hat. Ich weiß nicht, ob man das im Video, eben weil diese Linien so dünn sind, wirklich sehen kann. Man spürt es auf jeden Fall, wenn man drüber fährt. Das ist einfach absolut großartig und absolut edel. Dazu dann natürlich eben die Tatsache, dass diese ganzen Linien hier mit dem metallischen Steelbook-Effekt einfach nur absolut großartig harmonieren. Das ist einfach nur ein wundervoller Traum. Vor allem, weil wir dann eben hier sehen, dass dieses grundsätzliche Artwork auf dem Backcover noch fortgesetzt wird. Das Einzige, was offensichtlich von Warner eine rechtliche Vorgabe ist, dass hier die Cast and Crew Informationen noch drauf sein mussten. Das stört mich bei dem Gesamteindruck des Designs ein bisschen, aber ich glaube, man kann eben erkennen, dass das wirklich ein Design ist, das jegliche Begeisterungsstürme, die es auslöst, auch absolut verdient hat. Insbesondere, wenn wir das Ding dann eben hier aufmachen und wir sehen können, wie das hier zusammenhängt. Natürlich, wer ganz aufmerksam hinschaut, der sieht
dass es sich um ein, wie sage ich es positiv, symmetrisches Bild handelt, sprich das Backcover einfach nur eine gespiegelte Version vom Frontcover-Artwork ist, aber ganz im Ernst so wunderschön, so wundervoll, wie das hier aufbereitet ist, auch eben mit diesen Veredelungseffekten, ist das wirklich was, worüber ich mich nicht beschweren kann. Wir schauen dann einmal ins Innere, da sind mir gleich... ist mir gleich diese Tasche hier entgegengefallen. Da müssen wir natürlich einen kurzen Blick hineinwerfen, was uns hier erwartet. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass es nicht eine Serviette bzw. ein Taschentuch ist, das man braucht, weil der Film so traurig ist, dass man darüber weinen muss. Nein, das müsste man wahrscheinlich eher bei der Edition vom zweiten Teil beilegen, weil der so schlecht ist, dass man nebenbei weinen kann. In Wirklichkeit versteckt sich hier drinnen natürlich auch bei dieser Titans of Cult Edition wieder ein kleines Poster, das hier einen ein cooles Motiv aus dem Film zeigt und hier eben so zusammengelegt wird, dass es halt nach außen hin nur weiß erscheint. Was ich übrigens bei den Editionen von Titans of Cult auch immer absolut großartig finde, ist die Tatsache, dass man sich auch dieses Mal wieder ein Disc-Design ausgedacht hat, das absolut perfekt zu ihrem Frontcover-Artwork passt. So bekommen wir eben hier einerseits die 4K-UHD-Disc, die mit einem quasi mit dem Backcover aus Design vom Steelbook ausgestattet ist und dann hier die Standard Blu-ray, die ein bisschen eine andere Farbgebung aufweist, aber ebenfalls hier dasselbe Drahtmuster bietet und quasi die gespiegelte Version vom Frontcover zeigt. Grundsätzlich ein absolut wundervolles Design, das mich persönlich begeistert. Im Inneren sehen wir dann quasi auch, wie es im Inneren von einem von diesen Kampfkolossern aussieht, mit einem etwas leichter und seichter gedruckten Bild, das jetzt nicht unbedingt eine absolute Farbbrillanz an den Tag legt. Dafür allerdings ebenfalls finde ich, wenn man das Steelbook bewegt, sehr schön zeigt, was man eben mit diesem metallischen Schimmereffekt Wundervolles vollbringen kann. Das ist auch innen ein schönes Steelbook, auch wenn man sagen muss, dass es innen nicht ganz mit dem mithält, was uns Titans of Cult eben außen mit diesem wundervoll matt beziehungsweise einfach nur großartig aufbereiteten Design liefert. Das ist phänomenal. Zu guter Letzt, ich habe das Ding jetzt, glaube ich, schon dreimal in der Hand gehabt und dass ich hier einen fetten Schaden auf dem Frontcover habe, ist mir tatsächlich bis jetzt noch nicht aufgefallen. Das ist extrem ärgerlich. Aber wir sehen hier zumindest, wie eben diese Kiste arbeitet mit der weißen Grundierung vom Backcover, damit man da die Informationen problemlos lesen kann und aber natürlich einem schön ausgeschnittenen Teil auf dem Frontcover, der dann eben einerseits ein bisschen was von diesem Blaupausen-Drahtgitter-Look fortsetzt, um eben zum Steelbook zu passen, das dann eben dieses absolut phänomenale Motiv beibehält. Das Steelbook, das Titans of Cult übrigens für den nächsten Titel Batman bereits angekündigt hat, wird ebenfalls einen vergleichbaren Blaupausen-Look bieten und hat da eine Skizze vom Batmobil mit an Bord. Ebenfalls eine absolut fantastische Edition, die ich mir bereits vorbestellt habe. Aber da muss man leider sagen, dass wenn solche Dinge in Deutschland erscheinen, die leider dann doch überraschend teurer sind im Vergleich zu anderen internationalen Versionen, denn während man eben zum Beispiel die Titans of Cult Edition von Pacific Rim bei Fnac um 29,99 bekommen hat, kostet die deutsche Batman-Version vorbestellt beim Mediamarkt gleich einmal satte 39,99, was finde ich irgendwie doch ein recht happiger Aufschlag ist. Aber bei dem, was uns die Titans of Cult hier bei dieser Edition liefern, ist das wirklich eine Edition, wo man fast sagen muss, dieses Ding ist so ziemlich jeden Preis wert.